Hey yo, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lords of the Fallen New Game Plus. In der letzten Folge haben wir den zweiten Gang der Kammer betreten und schauen uns hier ein wenig um. Hier liegt nämlich schon mal ein Secret in der Nähe. Was irgendwo hier dann sein muss. Aber ich weiß auch, dass hier ein ekelhafter Gegner irgendwo lauert. Können laufen. Stimmt ja, hier weiß ich auch, dass die Spinnies irgendwo hier rumlungern. Lustig clean. Wow. Mama mia, hab ich mir jetzt erschreckt. Hoppala. Ich hab gerade gedacht, das ist noch eine, aber gut. Ich hab echt davor ein bisschen Angst, dass die Mistviecher mich natürlich hier ins Verderben stürzen. Ist hier noch irgendeine? Ah. Und ich frag nur, ist hier noch irgendwo eine? Mist wie. Ups. Stabgriff. Ach. Ich krieg die nochmal. Oder wie? Aber was ist denn dort für Beschieß? Ah. Das war auch das, was hier immer so gewehleidigt hat. Sagen, aber da gibt es ja hier noch mehr. Die Tür ist verschlossen. Na, klasse. Ja, das wird das sein. Aber gut. Das mit den Löchern hier, weiß ich nicht. Das so, so gut ist. Och, du kleine Mistvieh, verpiss dich. Ich nehme mal einen Drink. Na komm, verpiss dich. Ey, ich sagte, verpiss dich. Mensch, jetzt Kinder. Magiesplitter. Naja, guck mal, ob wir den Stab zusammen. Ich grüße dich im Moment der Ewigkeit, Reisender. Kann ich etwas für dich tun? Herstellen? Ne, schade. Makellose Giftrune. Ah. Ah, würde ich sehr gerne, obwohl kann ich eigentlich hier zwei makellose Giftruhen drin gesetzt. Aber nee, wir haben immer noch nicht das komplette Set. Das ist gerade die Frage. Ah nee, jetzt muss ich gerade echt überlegen, wo es nochmal weiterging. Das wäre jetzt peinlich geworden. So, hier hatten wir ja alles, oder? Ja doch, da waren wir ja. Schauen wir uns mal da drin noch um.
Aha. Achso, hier ging's. Was zur Hölle? Achso, es war bloß Fatty Mac, Fat Fat. Ah ne, es war ja der andere Fatty Mac, Fat Fat. Und hier ist ja auch von der anderen Seite verschlossen. Ich wollte gerade sagen, ich höre hier aber wieder so ein Herzschlag. Ah, stimmt der. Das habe ich nicht gesehen gehabt. Macht es ein bisschen ungünstig. Aber wir bekommen leere Flasche. Menschenskinder, wie viele Tränke kann man denn hier kriegen? Ist ja ein bisschen abartig irgendwo. Machen wir mal einen Phasenwechsel, lieberst. Hi, Bro. Alter, du siehst aus wie ein Sickbad. Ah. Lass mir weg. Hab Angst. Aus wie Stück Scheiße. Oh, jetzt kann ich es nochmal machen. Eigentlich bin hier ja auf dem Weg, aber irgendwie. Nein, nichts ist in Stein gemeißelt. Außer in Stein gemeißelter Schrift, wie auf Grabsteinen. Doch der Ausgang von all dem, das Ende der Richter, das Schicksal der Götter, wer sagt denn, dass dies nicht verändert werden kann von denjenigen, die die Macht dazu haben? Ich nicht. Ich bin jetzt nur ein Beobachter. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wenn man normalerweise zu diesem einen Ort da hinkommt. Nur irgendwie bin ich gerade ein bisschen zu doof, da wieder hinzukommen. Gut, man könnte auch einfach mal den Weg hier weiterlaufen. Um da hinzukommen. Ich will das Ganze ja noch nicht so schnellzeitig wieder runterbringen. Ich hasse diese Geister. Deswegen. Klatsch. Hier sie weg. Autsch. Adir wird euch erretten. Hört zu, lernt, betet. Adir wird euch erhören und beistehen. Bei ihm seid ihr sicher. Naja, ob man bei dem Typen wirklich so sicher ist, bin mir irgendwo ein bisschen unsicher. Und, was kriegen wir hier? Hey, wer hätte gedacht, eine versiegelte Rune. Ah, jetzt sind wir ja hier, wo ich eigentlich hin wollte. Gut, er hat mich noch nicht gesehen. Le Geist auch noch nicht. Und sie haben mich beide gesehen. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot.
Ich muss hier weg. Gut, man kann jetzt nochmal einen Phasenwechsel rein. Wo ist der? Ich bin erstaunt, wie ich das hingekriegt habe. Bloß weg mit den Dingern. Weil hier ist nämlich auch der zweite Hebel, zu dem wir ja müssen. Ja, sorry, aber diesen Schlüssel werden wir töten. Bitte was? Willst du mich gerade veralbern oder so? Glaub's ja. Ehen so ein Vieh besiegt. Nach der Cutscene taucht der zweite auf. Das geht aber so nicht. Fräulein. Da gehen wir aber auch noch später durch. Komische Fackel. Ah. Da kommen wir hier hin, aber ich höre immer noch das schlagende Herz von unserem Viech. Ja. Gehen wir erstmal wieder rüber auf die andere Seite. Zu Boba Fett. Der Mensch kann nicht alleine stehen. Er braucht Führung. Er braucht Weisung. Er wird dem Lichte folgen. Wo kein Licht scheint, vermag er nur der Finsternis zu fliehen. Ein sehr weise gesprochenes Wort. Hi, Dicker. Wo ist dein Herz? Oh. Ja, gut. Tja, selber schuld. Ah. Och nö. Da denkt man, man sei die Viecher los. Jetzt gleich weiter. Ey, bye, Partner. Weggeklatscht.
Komm, markier den da vorne endlich. Den Schaden hat er genommen. Das wird nun sein Ende. Zack. Ich mag das Vieh nämlich nicht. Ja. Ich mache hier mal einen ganz kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich an der Stelle wieder. Bis gleich. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie ich da hinkomme, ey. Lecker mio. Sein, war doch hier irgendwo. So, da bin ich auch wieder und ich sehe da hinten schon wieder einen meiner Freunde. Und dafür kriegt er jetzt einen Phasenwechsel wieder. Oh, das wird wieder böse. Autsch. Oh, voll auch noch mit dem Kopf gegen die Wand gedonnert. So, hier war noch eine Vase, die ich nämlich kaputt machen wollte. Richtig. Deswegen. Ah, für eine versiegelte Rune. Warum nicht? Das ist hier, aber nichts kommt. Verwundert mich gerade. Ah gut, naja, weil das Ding versiegelt war. Deswegen zählt das Ding nicht als Geheimraum. Aber gut zu wissen. Das alles für eine Lumpiertruhe. Wo wahrscheinlich wieder nur Schrott drin ist. Sag ja. Naja, gut, der Magie-Splitter ist schon gut. Ja, ich geb's ja zu. Aber der Rest ist Müll. Halt. War hier nicht ein Hebel? Das sah auch gerade aus hier wie ein Hebel. Ne, das hat mir ein Bild. Der Kompass schlägt bisher auch hoch auf nichts an. Boom. Baby. Ach, das war ja. Ah, das war der Punkt. Warum sind die Gegner da eigentlich wieder am Leben? Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich gerade Glück völlig die Orientierung verloren. Nein. Aber ich will hier rein. Dafür muss ich auch irgendwo einen Schalter heben. Kann man da hingucken? Ist da irgendwas Interessantes? Wo könnte dafür ein Schalter sein? Ah, wartet mal kurz, ich gucke mal. Ah, das ist die Ostgalerie. Das ist Westgalerie. Gut. Oh. Oh. Schwein gehabt. Das war richtig Schwein gehabt. So. Warte mal, war hier nicht auch irgendwas verschlossen? Ich hab doch einen Schlüssel erhalten gehabt. Was war denn das für ein Schlüssel? Nein.
Stabkopf, Stabgriff. Schlüssel zum rechten Flügel. Ah. Ja, und wir haben immer noch nur Stabgriff und Stabkopf. Das Mittelstück, das fehlt uns. Das ist die Frage. Wo finden wir das? Weil das werde ich definitiv in diesem Run werde ich mir das holen. So. Nehmen wir nochmal hier hoch. Ja, so viele Wege und irgendwie führt keiner so richtig dahin, wo wir wollen. Da haben wir noch das Portal gehabt. Hier hatten wir das. Da unten sollen wir ja eigentlich hin. Stimmt ja. Hier muss irgendwo noch ein Secret sein. Nur wo? Die Wände, die sehen mir auch nicht gerade nach aus. Kannst du mal probieren? Nee. Nee, nicht wirklich. Oder ist das da oben? Nee, Quatsch. Kann ich ja nicht markieren, gar nichts. Ja, Freunde, wo könnte hier das Secret sein? Ich spring mal noch mal nach unten. Ah. Die Tür. Secret gefunden. So, und wir bekommen sowieso bloß ewige Legende und Brecher. Ah. Gut, ein Secret, was wir noch nicht hatten. Bin ich erstaunt. So, Freunde, aber das soll es auch mit dieser Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Zeigt mir, dass ihr das Projekt mögt und schaltet auch in der nächsten Folge ein, wenn es wieder heißt Lords of the Fallen New Game Plus. Bis dahin, ciao! Hey Freunde, hier eine kurze Einspielung noch. Wahrscheinlich werde ich das hier am Ende des letzten Parts mit reinschneiden. Ja, das letzte Teil von der Stabquest. Ich habe mich die ganze Zeit doch gefragt, wie man dieses olle Tor hier aufkriegt. Hier, dass ihr vielleicht seht, wo ich bin. Hier so. So. Ja, ich habe mich im Internet belesen und... Ganz ehrlich, wer zur Hölle soll darauf kommen? Man nimmt den Stabkopf und haut einfach gegen das dämliche Tor. Woraufhin es sich öffnet, man reingeht und in dieser Truhe das letzte Teil des Stabes findet. Und soweit wie ich weiß, sollte man eigentlich mit dem Stab dann erst zum Schmied gehen. Dieser baut einen dann den Stab zusammen, aber bei mir war es so, ja, der Stab ist gleich zusammen. Gegangen. Recht merkwürdig, aber ja. Das wollte ich euch eigentlich bloß noch schnell zeigen. Also, ciao!